Man darf sich wehren. Und das darf man auch mit einer Waffe. Marco Seliger arbeitet in der wohl umstrittensten Branche Deutschlands, der Waffenindustrie. Waffen können Leben nehmen und Waffen können Leben schützen. Jahrelang haben sich deutsche Rüstungsunternehmen von der Öffentlichkeit abgekapselt. Der Ruf der Branche ist am Boden. Für die Menschen vor der deutschen Botschaft in Mexico City ist klar, Waffen aus deutscher Produktion sind für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich. Tagtäglich wird in Mexiko mit über 4000 Sturmgewehren gemordet. Auch ich hinterfrage mich moralisch. Kann ich damit leben, was ich tue? Warum arbeitet man für einen Waffenproduzenten? Was sagen Freunde dazu? Und wie erklärt man das seinen Kindern? Also erstmal ist es so, dass ich mit meinen Kindern nicht über Waffen rede. Mit einer exklusiven Drehgenehmigung blicken wir von Galileo hinter die Kulissen des Kriegswaffenherstellers Heckler & Koch. Und lernen einen Mann kennen, der selbst ein ganz eigenes Verhältnis zu Waffen hat. Ich nehme keine Waffe in die Hand, mache ich nicht. Wir machen uns auf den Weg nach Oberndorf am Neckar. Hier ist der Hauptsitz des Waffenherstellers. Als Produzent von Kriegswaffen ist das ganze Firmengelände ein Hochsicherheitsbereich. Kamerateams sind hier eigentlich verboten. Nach mehreren Gesprächen bekommen wir eine exklusive Drehgenehmigung und dürfen das Gelände betreten. Ja, bitte? Grübel von Galileo. Wir sind angemeldet für den Herrn Seliger. Wir sind mit Marco Seliger verabredet. Guten Morgen. Danke für die Zeit. Dankeschön. Willkommen bei Heckler & Koch. Er ist der Einzige, der vor der Kamera über seinen Job bei dem deutschen Rüstungsunternehmen sprechen und uns in den Hochsicherheitsbereich führen darf. Ihr müsst jetzt erstmal in den Security-Check, weil wir sind ein Waffenhersteller und wir haben hier bestimmte Sicherheitsrestriktionen. Also bitte erstmal folgt mir, wir müssen eure Taschen kontrollieren. Okay. Wir werden von oben bis unten überprüft. Jedes kleinste Detail unseres Equipments muss gecheckt werden. Denn gerade jetzt während des Ukraine-Kriegs ist die Sorge groß. Es gibt Informationen und Hinweise der deutschen Sicherheitsbehörden, auch an die Unternehmen der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, dass es verstärkte Aktivitäten russischer Geheimdienste in Deutschland gibt. Wir müssen aufpassen, auch in Unternehmen wie Heckler & Koch, das ja NATO-Streitkräfte ausrüstet mit Waffen, steht natürlich im Fokus, damit muss man rechnen, steht im Fokus russischer Geheimdienste. Aus diesem Grund sind auch alle Aufnahmen, die wir heute machen, eng mit den Sicherheitsbehörden abgestimmt. Marco Seliger arbeitet seit 2,5 Jahren als Sprecher für den Waffenproduzenten. Er ist das Gesicht und die Stimme des Unternehmens und macht sich damit in der Öffentlichkeit natürlich auch angreifbar. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, bei einem Waffenhersteller zu arbeiten? Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich weiß, was Diktatur ist. Und als 1989 die Wende war, war ich 17. Ich war sehr glücklich darüber. Und ich wusste von vornherein, Demokratie muss wehrhaft sein. Du musst Demokratie verteidigen. Das habe ich gemacht. Ich habe Wehrdienst geleistet. Ich war als Reserveoffizier dreimal im Auslandseinsatz der Bundeswehr. Bosnien, Kosovo, Afghanistan. Und ich habe 17 Jahre als Journalist über Kriege und Konflikte in der Welt berichtet. Ja, aber als Kriegsreporter sieht man doch auch, was Waffen anrichten können. Das spielt doch so ein bisschen entgegen. Tim, Waffen können Leben nehmen und Waffen können Leben schützen. Ja, ich habe in den Auslandseinsätzen auf meinen Reisen in Kriegsgebiete gesehen, was Waffen anrichten können. Aber andererseits ist es eben auch so, dass unsere Welt leider nicht friedlich ist. Und Demokratien müssen sich wehren können. Das sehen wir gerade eben wieder durch den Ukraine-Krieg. Doch Fakt ist auch, Rüstungsunternehmen profitieren finanziell davon, wenn es Unruhen auf der Welt gibt. Auch Heckler & Koch macht gerade ordentlich Profit. Allein im letzten Jahr knapp 22 Millionen Euro. Die Bundeswehr und so gut wie alle NATO-Staaten kaufen hier ihre Handfeuerwaffen ein. Schon immer hält sich deshalb das zynische Vorurteil, dass sich Rüstungsunternehmen über Unruhen und Krieg freuen. Hier freut sich überhaupt keiner, wenn Krieg ausbricht.
Heckler & Koch produziert Waffen zur Verteidigung von demokratischen, freiheitlich-demokratischen Ländern. Wenn man sich verteidigen muss, dass man dann auch mehr Waffen braucht und mehr Waffen ordert. Und ja, natürlich profitiert dann ein Unternehmen wie Heckler & Koch davon, wenn andere, die Bundeswehr oder andere Länder, bei uns Waffen kaufen. Aber wir sind ein Waffenhersteller und dafür müssen und wollen wir uns nicht entschuldigen. Es ist eine Grundsatzdiskussion, die das Unternehmen seit 1949 kennt. Seitdem stellt es Waffen her und gilt mittlerweile als Stammlieferant der Bundeswehr. Hier in der Produktion werden alle Waffen unter höchsten Sicherheitsbedingungen hergestellt. Knapp 1000 Mitarbeiter kümmern sich darum, dass die Handfeuerwaffen auf dem neuesten Stand sind. Viele Einzelteile werden mittlerweile maschinell hergestellt. Doch der Lauf der Gewehre wird immer noch mit menschlichem Auge überprüft. Und auch die letztendliche Montage der Gewehre wird immer noch per Hand durchgeführt. Wie viele Waffen das Unternehmen jährlich verkauft, ist streng geheim. Doch während unseres Drehs merken wir, die Nachfrage scheint riesig zu sein. Aber durch die Waffenproduktion fördert das Unternehmen doch Unruhen und bringt immer mehr Waffen in Umlauf. Jede Waffe, die dieses Unternehmen hier verlässt, muss von der Regierung genehmigt werden. Und dann gilt natürlich auch die Regelung alt gegen neu. Das heißt, du lieferst Waffen in einen Staat und bekommst dafür die alten zurück. Das gibt es. Das heißt, die alten Waffen werden zurückgenommen, werden vernichtet und dient eben genau dazu, die Verbreitung von Handfeuerwaffen in der Welt, zumindest von Deutschland aus, zu verhindern. Eine Regelung, die dringend notwendig ist, aber nicht weltweit Standard. Schätzungen zufolge gibt es über 1 Milliarde Schusswaffen auf der Welt, Tendenz steigend. Wenn das Unternehmen einen Auftrag aus dem Ausland bekommt, muss es vor der Produktion einen Exportantrag bei der deutschen Bundesregierung stellen. Viele Länder wollen deutsche Waffen. Aber ist es eigentlich egal, an wen und wohin die Waffen verkauft werden? Weder mir ist es egal, an wen wir verkaufen, noch Heckler & Koch ist es egal, an wen wir verkaufen. Wir liefern nur in Länder der EU und der NATO gleichgestellte Länder. Das sind Australien, Neuseeland, Japan und die Schweiz. Und in einige wenige ausgewählte Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland. Damit will das Unternehmen vehement verhindern, dass ihre Waffen in die falschen Hände geraten. Denn eine Geschichte aus der Vergangenheit verfolgt sie bis heute. 2014 werden in Mexiko bei Unruhen mehrere Studenten erschossen. Mit deutschen Waffen. Angeblich hat die Rüstungsschmiede Heckler & Koch Waffen in den Bundesstaat Guerrero geliefert. Für die Menschen vor der deutschen Botschaft in Mexico City ist klar, Waffen aus deutscher Produktion sind für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich. Die Gewehre hätten dort nicht sein dürfen. Ein illegaler Waffendeal, der am Ende vor Gericht landet. Die Urteile des Landgerichtes Stuttgart gegen 2 Mitarbeiter von Heckler & Koch sind bestätigt worden. Alle anderen Beschuldigten sind freigesprochen worden. Kann man sagen, man hat daraus gelernt? Nochmal, das Mexiko-Geschäft ist juristisch hoch anspruchsvoll gewesen. Es ging bis zum Bundesgerichtshof. Richtig ist, wir haben danach hier bei Heckler & Koch nochmals unsere Compliance-Regeln verschärft. Wir haben einen neuen Code of Conduct geschaffen. Wir haben die grüne Länderliste entwickelt und setzen sie seitdem um. Diese grüne Länderstrategie gilt ab einem bestimmten Punkt und davor war es etwas offener, an wen man verkauft. Das Heckler & Koch heute ist nicht das Heckler & Koch von vor 10 oder 15 Jahren. Doch das Mexiko-Geschäft hat dem Image des Unternehmens schwer geschadet. Bis heute. Denn Waffenproduzenten haben allgemein einen schweren Stand in der Gesellschaft. Viele Menschen lehnen Waffen entweder komplett ab oder haben festgefahrene Vorurteile. Auch Marco hat solche Sprüche schon zu hören bekommen. Wie kannst du einerseits als Journalist über Kriegstote berichten und andererseits für ein Unternehmen arbeiten, das Waffen herstellt, mit denen man möglicherweise auch Menschen töten kann? Das ist ein moralisches Dilemma, in der Tat. Das sorgt dafür, dass ich mich immer stark reflektiere in dem, was ich tue und mit dem auseinandersetze. Auch ich hinterfrage mich natürlich, auch ich hinterfrage mich moralisch. Kann ich damit leben, was ich tue?
Denn Margot hat natürlich auch ein Privatleben, eine Familie, Kinder. Auch ihnen muss er irgendwie erklären, dass ihr Vater in einer besonderen Branche arbeitet. Also erstmal ist es so, dass ich mit meinen Kindern nicht über Waffen rede. Ich finde, Waffen gehören nicht in die Hände von Kindern und wir Kinder müssen sich auch nicht mit Waffen beschäftigen. Aber man kann erklären, wozu man eine Waffe einsetzen muss. Das erklärt man Kindern, indem man ihnen sagt, man darf sich schützen und man darf sich wehren, wenn man angegriffen wird. Du musst nicht auch noch die rechte Backe hinhalten, wenn du auf die linke schon Schläge bekommen hast, sondern man darf sich wehren. Und das darf man auch mit einer Waffe. Eine Meinung, die nicht jeder hat. Und der man auch klar widersprechen kann. Denn ob eine Waffe wirklich nur zur Verteidigung eingesetzt wird, liegt immer an demjenigen, der sie bedient. Die Waffenhersteller sind in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Waffe funktioniert. Und zwar in allen Situationen. Dafür gibt es hier den sogenannten Extrembeschuss. Die Gewehre werden zum Beispiel über mehrere Stunden eingefroren. So wird getestet, ob sie auch in Extremsituationen funktionieren. Erst jetzt wird deutlich, was für eine Kraft eigentlich in einer Waffe steckt. Dass Marco als Sprecher eines Waffenproduzenten nicht komplett gegen Waffen ist, scheint logisch. Aber wie sieht es bei ihm privat aus? Wie steht er persönlich zu Waffen? Ich verstehe, dass es Waffen braucht, um Sicherheitskräfte damit auszurüsten. Ich selbst brauche aber keine Waffe und ich selbst bediene auch keine Waffe. Ich habe auch keine Waffe. Waffen sind auch für mich ein kontroverses Instrument, weil man damit Menschen eben auch töten kann. Als ich noch Journalist war, war ich in Afghanistan. War mit Soldaten unterwegs im Taliban-Gebiet. Da haben sie zu mir gesagt, Herr Seliger, nehmen Sie doch eine Waffe mit, dann können Sie sich selbst verteidigen. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Ihr sorgt für meinen Schutz. Ich nehme keine Waffe in die Hand. Mache ich nicht. Ich muss damit nicht hantieren. Das brauche ich auch nicht. Das verstehen die schon. Natürlich gibt es auch Menschen, die das anders sehen. Aber die gibt es immer. Genau hier merken wir wieder, wie kontrovers das Thema Waffen ist. Und dass selbst Menschen, die damit ihr Geld verdienen, persönlich auch eine andere Meinung haben können. Das Waffengeschäft entwickelt sich immer weiter. Und deutsche Rüstungsunternehmen setzen in der Waffenproduktion Maßstäbe. Damit sie auch in Zukunft im internationalen Geschäft mithalten, werden immer bessere, effektivere und am Ende natürlich auch tödlichere Waffen produziert. Aber wo ist das Ende? Gibt es Waffen, die Heckler & Koch nicht produzieren würde? Wir würden keine Waffen herstellen, die zum Beispiel eine autonome Zielerfassung haben und der Mensch gar keine Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungsgewalt mehr über das Ziel hat und die möglicherweise auch autonom feuern können. Aber wichtig ist, ein Mensch muss die Waffe bedienen und das wird auch in der Zukunft so bleiben. Das Geschäft mit Waffen ist und bleibt umstritten, egal wie gewissenhaft sie produziert werden. Denn am Ende bleibt eine Waffe tödlich. Und genau deshalb ist es legitim, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft Waffen und auch Waffenproduzenten komplett ablehnen. Das ist in Ordnung. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die Gott sei Dank im Frieden lebt. Dass da Menschen ein anderes Verhältnis zu Waffen haben als Menschen, die in Kriegssituationen leben, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber gleichwohl müssen wir verstehen, und zwar aus einer Kriegssituation heraus in Europa, dass es Waffenhersteller braucht, nicht um irgendein anderes Land anzugreifen, sondern dass wir uns selbst verteidigen können. Eine Welt komplett ohne Waffen wird es nie geben. Und deshalb ist es wichtig, dass zumindest die Waffen aus Deutschland nicht in die falschen Hände geraten und wirklich nur zur Verteidigung eingesetzt werden.